Moin! Moin ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory 1.0. Wir sind gerade dabei, unsere Eisenproduktion nochmal auf stabile Beine zu stellen. Beim letzten Mal sind wir ziemlich weit gekommen und heute bleibt nur noch die intelligente Beschichtung. Ich mache mich klein und wir schauen uns jetzt an, was hier noch übrig ist. Wir müssen noch zwei Dinge tun. Wir müssen unsere intelligenten Beschichtungen aufbauen. Das sind 10 pro Minute und dann müssen wir die Überschüsse in, ja, die ins Lager bringen, ne? Und den Überschuss der Überschüsse, den müssen wir schreddern. Das kennt ihr aber schon, das ist jetzt kein Hexenwerk. Gut, wir gucken uns das jetzt hier mal alles an. Wie sieht es hier aus? Hier fehlen noch verstärkte Eisenplatten, die sollten jetzt, okay. Okay, ne? Hier fehlt was, machen wir das nochmal schnell so. Dann sehen wir das auch, ne? Immer gleich den Check machen. Okay. So, und jetzt brauchen wir, wir haben einen Bauplan, Produktion, Fabrikatoren, 2 Stück. Wir gucken kurz mal hier rein. Wir brauchen 5. Zack. Wo ist der Eingang? Ich würde vorschlagen, hier so. Könnte man hier vielleicht nochmal ein bisschen wegnehmen. Genau, wir nehmen das hier mal so als Eingang. So, 1. Oh, ich hasse das, ey. Das würde ich lieber von oben machen. In diesem Beobachtungsturm wirklich eine ganz entspannte Geschichte dann. Warum der auch immer runterspringt, ne? Also, mein Gott. So. So, wir drücken wieder F, einmal die Taste R und dann können wir das hier samplen und können hier einfach weitermachen. Zack. Jetzt haben wir hier 4 und 5. Den hier können wir auch gleich wegnehmen. Kurz warten, bis alles da ist, dann sehen wir halt auch genau, dass der hier zu viel ist. Na, okay. Nehmen wir das hier noch weg. So. Dann geht's mal weiter mit dem Anbauen der Sachen. Zum einen, wir machen hier mal kurz den Träger. So. Na, zweimal E drücken, dann haben wir das Verbindungselement und können hier einfach zack, zack, zack. Na, das ist jetzt verbunden. Das muss hier noch einmal verbunden werden. Da hinten kommt nichts hin. Sehr schön. Wir nehmen das hier nochmal weg. Okay. Hier nochmal so ein kleiner Träger hin. Das ist irgendwie hier so, ne? Ich weiß gar nicht, ob das passt. Oh, sehr schön. Zwei. Jetzt haben wir das hier auch nochmal schön mit dem Träger, ne? Okidoki. Was brauchen wir jetzt hier für die intelligenten Beschichtungen? Richtig, wir gucken einmal. Verstärkte Eisenplatten und Rotoren. Die verstärkten Eisenplatten haben wir hier hinten. Hier kommen wir in den modularen Rahmen. Und was wir jetzt hier noch machen können... Ach nee, warte. Das machen wir jetzt hier. Hier unten kommen die ja raus. Das war das, der untere Teil, genau. Ja, ne? Die ziehen wir dann hier schön einmal gerade hier so lang. War das ein bisschen... Ja, okay. Das war zu viel gewollt. Wie das immer so ist. Türklingel. So. Jetzt aber nochmal neu. Machen wir das mal hier so auf der Höhe. Manchmal geht das mit diesem gerade Baumodus nicht. Da müssen wir dann auf den Standardmodus wieder zurück. Nicht wahr? So, dann haben wir das jetzt. Und jetzt brauchen wir hier entsprechend die Rotoren. Und dann machen wir jetzt mal... Ja. Machen wir das mal hier so. Das Problem jetzt hier, was ihr jetzt hier seht, ne? Ich kann zwar hoch, aber ich kann es nicht weiter runter drehen. Und ich brauche es ja nur auf eine Höhe, ne? Deswegen machen wir jetzt hier folgenden Trick.
Wir nehmen einen Förderbandmast und stellen den hier so hin. Na, und jetzt, guck mal, jetzt geht's nach da. Das wollen wir nicht, wir wollen ja in die andere Richtung. Dazu müssen wir jetzt hier erstmal kurz einfach nur so einen Dummy hinbauen. Und jetzt, zack, geht das. Jetzt nehmen wir das hier weg. Nehmen auch den Förderbandmast weg. Und jetzt haben wir hier so eine schöne Ecke. So, dann gehen wir ungefähr auf die Höhe. Ne? Hier. Ne, das ist die Höhe von dem Eingang. Glaube, war es so. Ja. Ich glaube, einen weiter. So. Dann ziehen wir das hier hin. Jo, sieht gut aus. Und können jetzt hier einfach wieder R drücken, ne? Dann klappt es wieder. Warum auch immer das mit gerade nicht hinhaut, ne? So, jetzt haben wir die. Jetzt machen wir hier die intelligente Beschichtung. Zack. Ne? Und schon geht's los. So, das machen wir. Kopieren wir wieder. Steuerung C. Steuerung V. Steuerung V. V. Und V. Sehr, sehr gut. Müssen wir natürlich noch ein bisschen verbinden hier, ne? Da fehlt noch ein bisschen was. Hier einmal. Hier einmal. Hier einmal. Und hier einmal. So, haben wir das auch. 26. Das wird jetzt eine Zeit dauern, bis das voll ist, weil die brauchen... Obwohl, ne, hier ist 100 drin. Genau, perfekt. Und was wir jetzt machen, ist so eine Art Sammelband. Na, weil wir kriegen ja jetzt hier nicht irgendwie 500 Items die Minute. Wir haben mit 10, 3, 10, 2, 12 und 8. Das sind alles weniger als 270. Also werden wir jetzt so ein Band bauen. Genau. So, die intelligenten Beschichtungen. Natürlich brauchen wir die jetzt erstmal per se nicht mehr. Aber das macht ja nichts. Ich überlege gerade, wo ich das hier anbaue. Ich suche hier nochmal ein bisschen was. So. So, hier kommen die intelligenten Beschichtungen raus. So, hier sind noch... Hier sind ja die modularen Rahmen. Die würde ich sogar einmal... Ne? Einmal nach hier, zwei zurück. Und dann hast du hier wieder genau... Geht's hier direkt auf diesem Ding hier weiter. Das können wir hier direkt dazu packen. Ja, kommen die modularen Rahmen hier auch raus. Perfekt. Hier der Kollege, der kriegt noch nicht die versteckten Eisenplatten. So, dann geht's weiter. Mit hier noch mit einem... Das Ding hier, das müssen wir auch nochmal anders bauen. Ich weiß gar nicht so, warte mal, ich würde das gerne hier unten haben. So. Na, funktioniert natürlich nicht. Zu weit Abstand. Also müssen wir wieder mit einem Förderbandmast ein wenig zurück hier. Mal sehen, hier. Jetzt den gebaut. So, jetzt nochmal. Nehmen wir den hier weg. Ja, jetzt, das ist auch mal das Problem, ne? So geht's. Nehmen wir das mal raus und so. Ja, das wird schon passen, aber jetzt ist es auch noch so weit. Okay, warte mal. Ach, wir können es auch noch mit einem anderen kleinen Trick machen. Den kann ich euch zeigen. Wir nehmen den Förderbandmast. Stellen den hier hin. Ja, dann haben wir das hier. So. Und dann können wir das hier nochmal so verlängern. Und jetzt können wir das einfach so hindrehen. Zack. Sehr gut. Dann fehlen uns jetzt natürlich noch die Eisenstangen. Die gehen hier oben so lang. Die gehen... Ach so, hier oben auch. Perfekt. Das ist ziemlich cool. Die können wir nämlich hier hinten einfach mit... Parkstücken. Kommt hier ein kleiner Fusionator hin.
So. Nochmal ordentlich hinsetzen. So ist das nicht richtig. Ne, mit dem Mausrad einfach die, das so ein bisschen drehen. Das ist jetzt ein bisschen zu weit. Nochmal neu, die 6 drücken. Ne, grüne Pfeile zeigen nach rechts. Und jetzt hier nochmal. Gerade, jetzt sieht es gut aus. Und jetzt kommt hier oben das natürlich raus, ja. Da würde ich jetzt hier mal hier so ein... Ja, hier quasi, das wäre die Mitte. Also 1, 2. Da. Ziehen wir das da hin, schön gerade. Und jetzt müsste das ja irgendwie hier dazukommen. Hier wieder ein Förderbandmast. Und so. Kann man das hier auch alles so mal wegnehmen. Ich mag diese Förderbandmasten nicht, wenn die überall rumstehen. Jetzt kommt das hier wieder gegen. So, jetzt haben wir Rotoren. Ne, jetzt haben wir die Dinger, genau. Die Stangen. Die Dinger. Alles sehr gut. Da müssen wir dann mal gucken, ob... Das ist ein normaler Förderbandsplitter, ne? Mhm. Das so passt. Zur Not müssen wir mit Intelligenten arbeiten. Okay. So. Platten. Schrauben brauchen wir nicht. Verstärkte Eisen. Die müssen, ne, die gehen hier unten lang. Und hier oben gehen die Rotoren, ne? Also das wäre dann... Würde ich nochmal wegnehmen. Und einfach hier intelligente setzen. Warum auch nicht. Wir können es uns leisten, es ist okay. Könnt jetzt nochmal berechnen, ob man es braucht, ne? Vor allem muss man es nochmal ordentlich bauen. Das einmal so. Ne? Und dann haben wir es auch wieder safe. Und jetzt können wir hier natürlich sagen, hier, es kommt aus dieser Richtung rein. Nach links soll halt beliebig und in der Mitte nur der Überschuss. Das können wir auch gleich mal hier oben kopieren. Ne? Steuerung C, Steuerung V gilt auch für Splitter. Und, ach ja, und zum 100. Mal, ne? Man kann auch mit Steuerung die Splitter ersetzen. Das mache ich nie. Weil ich hab's einmal nicht im Blut. Das war ein Feature, das kann man irgendwie später mal dazu. Und ja, dann war's das auch, ne? Machen wir nochmal einen Fusionator. Gehen jetzt erstmal das hier unten lang. Naja. Kann ich denn auch nicht haben, ne? Ihr kennt mich. So. Okay, versteckte Eisenplatten laufen noch. Und jetzt das gleiche auch noch mit Rotoren. Haben wir das auch. Und jetzt kommen die Rotoren dann irgendwann hier an. Und jetzt bauen wir natürlich unsere industriellen Lagercontainer hier auf. Beginn, ne? Eisenplatten, Stangen, verstärkte Eisenplatten, modulare Rahmen, Rotoren und intelligente Beschichtungen. Machen wir erstmal die Platten rein.
greife hier nochmal kurz mein ganzes Inventar hier rein. Ne? Einfach alles einlagern, ist das alles weg. Kann man sich das hier auch nochmal ein bisschen besser. Dann ist das nicht alles. Oh, da ist ja gar nichts drin. Nehmen wir das nochmal weg. Okay. Dann die Rotoren und hier. Okay, dann haben wir da nur ein bisschen Eisenplatten, die wir jetzt mitnehmen. Oh, so. Dann gehen wir hier gleich wieder hoch. Das kann man natürlich dann hier auch nochmal ein bisschen schicker verkleiden und whatnot, ne? Also das müsst ihr euch immer überlegen, ne? Ihr könnt das alles genauso machen. Ja, guck mal, das hängt jetzt hier alles zurecht. Ne, die versteckten Eisenplatten. Wieso hängen die denn? Warte mal. Was passiert denn mit denen? Hier sind 50, 51, okay. Ne, die gehen natürlich jetzt erstmal hier rein. Okay. Gut, dann brauchen wir natürlich noch ein paar intelligente Splitter jetzt. Ne? Da fehlen jetzt KI-Begrenzer und wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssen wir leider mal ein bisschen bauen. Da fehlt Turbodraht. Jo, ne? Katerium, wir haben ja gar nicht so viel. Da müssen wir jetzt leider noch mal los. Das nützt alles gar nichts. Shit. Dann kann ich dann übrigens den modularen Rahmen abbauen und eventuell da mal mein Copterium City bauen. Habe ich noch ein bisschen was? Mobile Mina 2. 400, 700. Gehen wir mal da hinten. War das so weit weg? Offensichtlich. Aber wir brauchen halt noch ein bisschen. Deswegen holen wir uns das jetzt. Ja, ja, ich erinnere mich, da hinten war das. An sich ist das hier schon nicht schlecht im Grasland. Ne? Aber ich bin halt Fan von der Wüste. Da ist halt alles am Start. Guck mal, hier haben wir zweimal Kupfer. Eventuell baue ich denn hier Copterium City. Habe ich nicht. Obelisken? Ne, habe ich irgendwie noch nicht gemacht, ne? Oder? Doch, hatte ich auf jeden Fall. Na egal. Brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Wir hauen jetzt die Dinger hier rein. Auch eine reine Quelle. Wird tatsächlich sogar nochmal eine Ausrüstungswerkstatt. Mir nochmal ein paar mobile Miner bauen. Einfach um sie zu haben. Ne? Irgendwie 6, 7 oder so kann man ja bauen. Je mehr man hinstellt, desto schneller ja, funktioniert das dann halt auch mit dem Abbau. Ganz klar, eine reine Quelle ist sowieso recht schnell. Dann können wir da einiges an mitnehmen. An Katerium-Erz. Bisschen Turbodraht machen. Das ist auch ein Vieh, ne? Na gut. So, irgendwann hören sie halt auf, ne? 25, 80 Minuten, 26. Ja, guck mal, die sind fertig. Miner mitnehmen, Miner mitnehmen. Klar, und irgendwann, also hier ist eigentlich eine ganz gute, hier darfst du auch nicht runterfallen, eine ganz gute Position eben für
Copterium City. Das ist tatsächlich der zweite Teil der Masterclass in dem Fall. Gab es auch viele Kommentare. Was ist denn die Masterclass? Die Masterclass ist im Prinzip in a nutshell eine Abfolge von Fabriken. Ja, ich glaube, 10 oder so sind es. Und wenn du die so baust, wie ich es dort vorgebe, dann bekommst du am Ende A, genug Baumaterialien und B, genug Space Parts, um das Spiel abzuschließen. Ne, du musst dich nicht mit Berechnungen rumschlagen. Du musst einzig und allein ein bisschen alternative Rezepte sammeln, ein bisschen Summer Sloop sammeln und Energiesachen, Energiefragmente. Und dann ist das okay. Aktuell benötigen wir 54 Summer Sloops. Das ist schon eine Menge. Aber ich sag mal so, nichts, was du nicht in 2-3 Stunden irgendwie hinkriegen kannst. Aber ja, das ist genau für Leute, die nicht so viel Zeit haben, ne? Sich jetzt hier stundenlang da durch dieses Game irgendwie zu, ja, wie soll ich sagen, naja, zu wursteln, ne? Und alles sich zu berechnen und wie geht das und ach, habe ich denn jetzt auch genug von dem und dem Mist, ne? Und ja, sowas alles nicht. Das brauchen wir denn alles nicht. Ja, das ist dann alles vorgegeben. Ihr müsst natürlich die Rohstoffe hinbringen, aber dann wird das, ne? Das ist hier, kann ich euch mal zeigen, ne? Das ist die Masterclass, das ist die Eisen. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel 10 intelligente Beschichtungen, so, und die werden jetzt zum Beispiel hier im General Motors, werden die hier reingeschoben und macht dann 5 modulare Motoren, ja? Die wiederum, diese 5 modularen Motoren, werden hier Space Parts Endgame benutzt. Ne, diese 5, um dann die 2 Raketenantriebe zu bauen, die man dann natürlich noch sloopt. Und am Ende geht es halt so richtig hin bis zu, ne, Zeitkristallen und Quantenprozessoren, Singularitätszellen, all das. Und den ganzen Input haben wir denn hier alles. Ne? Das ist alles tippitoppi galoppi. Okay, das nur nochmal so dafür. Wir gehen jetzt wieder zurück. Genau, und dazu kommen dann auch einzelne Videos entsprechend dann, wenn die Aufbauten mal stehen, die werde ich dann on stream meistens machen, ne? Und dementsprechend, ja, checkt das gerne mal aus, wenn ihr Bock drauf habt. So, was ist denn hier so drin? Noch das. Okay, ich würde jetzt hier einfach mal auf entspannt nochmal eine kleine Schmelzlinie bauen. Ich glaube, der macht 15 und so ein Konstruktor braucht wie viel? 12. So, und dann kommt hier nochmal so ein kleiner Splitter hin. Und hier Katerium, dann machen wir halt 12 draus. Ich will halt mal möglichst schnell Turbodraht haben, ohne dass ich da sonst was für brauche. Genau, ein Turbodraht, ne, das sind dann 220 die Minute. Und dann packen wir hier hinten einfach nochmal einen Container hin. Mit einem kleinen Fusionator. Ja. Wenn wir jetzt ganz wild sind, werfen wir hier noch Sloops rein, die wir aber nicht haben. Oder? Ne, haben wir leider nicht. Müssten wir noch sammeln. Guti, dann nehmen wir jetzt hier mal Strommast MK2. Na, können wir nicht. Fehlt natürlich Turbodraht. Ja. So. Und ab geht der Lachs. Und da kommt schon einiges raus. Na bitte. Wir bauen uns hier nochmal kurz eine kleine Werkbank. Sorry, dass es jetzt wieder so Handcraft wird. Das nächste wird dann tatsächlich die Kupferproduktion. 20 für einen. Wir brauchen 6, also brauchen wir mindestens 120. Ja, das geht aber schon.
20 vom Verein. Bild. Hälfte haben wir. Und einer noch. Nehme ich gleich mal weg und mache hier nochmal einen Hochlader hoch. Warum auch nicht? Da haben wir auch gleich nochmal ein bisschen. Turbodraht. Dann werden wir es benötigen, nämlich hier in unserem dimensionalen Depot. Okay. Ja, hier haben wir ja Kupfer, ne, halbwegs neu. Das müssen wir aber leider nochmal anders regeln. Hier sieht alles gut aus, alles grün. Außer da hinten. Was ist denn da? Wieso ist das? Kommen nicht genug Schrauben? Doch. 82%. Schrauben sind gerade ein Thema. Warum sind Schrauben gerade ein Thema? Ah, hier scheint was nicht verbunden zu sein. Doch. Was waren hier aber? Waren das die Schrauben? Ne, das waren die Eisenplatten. Achso, die hängen jetzt. Aber die Schrauben, oh, die hängen auch ein bisschen. Oh, die Schrauben sind hier. Da fehlt's. Siehst du? Da fehlt's. Und hier entsprechend auch. Na? Und deswegen gucken wir uns das ja auch immer schön an. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt gehen wir nochmal hoch und machen den Rest fertig. Nur gelbe zum, bei gelben Stäben einfach mal gucken, ne, was da der Fehler sein könnte. Versucht immer überall grüne Stäbe, denn nur grüne Stäbe sind glückliche Stäbe. So, jetzt haben wir das hier soweit und können uns hier mit intelligenten Splittern, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Verbinden. Aber das noch nicht verbinden, bevor wir hier nicht die Splitter eingestellt haben. Hier Eisenplatten geradeaus, der Überschuss. Hier Eisenstangen geradeaus, der Überschuss. Hier verstärkte Eisenplatten geradeaus, der Überschuss. Hier Rotoren geradeaus, der Überschuss. Hier modulare Rahmen geradeaus, der Überschuss. Und hier intelligente Beschichtungen und geradeaus, der Überschuss. Soweit so gut. Dann kommt der ganze Rahmen hier mal rein. Bap. Die Dinger. Haben wir hier gesagt. Ach, die versteckten Eisenplatten. Da bin ich jetzt gerade. Mache hier, glaube ich, mal ein paar rein. Einfach damit das hier mal ein bisschen besser läuft. Ja, jetzt haben wir eben mal ein Springen. Bug. Wie sieht es denn hier so mit den Rotoren aus? Ja, da haue ich auch mal die 100 rein. Ne, dass es dann auch direkt ins Lager geht, dass hier alles schön voll ist. So, das kommt nochmal weg. Oh, jetzt ist hier ein bisschen voller.
Und dann natürlich hier wie immer ein Schredder, der den Überschuss tatsächlich dann auch schreddet. Wir ziehen das Ding hier aber durch bis... hier. Der Träger auf 11. Sehr gut. Und jetzt können wir das hier verbinden. Achso, bevor wir das vielleicht machen. Dimensionale Depots. So. Die intelligenten Beschichtungen brauchen wir jetzt nicht unbedingt da. Wir nehmen das mal weg. Und machen hier das drauf. Sehr, sehr gut. Rahmen gehen rein, intelligente Beschichtungen. So soll es sein. Oh ja, da kommt einiges raus. Das müsste jetzt aber bald mal aufhören und nur noch Stangen und Stäbe kommen. Genau. Stangen und Stäbe. Rahmen und Stäbe. Oh, siehst du? Das haben wir hier noch ganz vergessen. Dann machen wir es hier, zwei zurück. Sehr gut. Und irgendwann wird sich das ja auch wieder alles normalisieren. Irgendwann kommen auch noch Rotoren und versteckte Eisenplatten. Das jetzt hier gerade alles etwas langsam. Weil die halt hier einfach so immens voll sind. Okay. Aber gut. It is what it is. Das ist jetzt alles fertig. Jetzt können wir natürlich noch hier ein bisschen verschönern. Ja. Hier diese Metallträger hier nochmal rumziehen. Ja, das ist natürlich das, der Vorteil, wenn du alles auf der gleichen Höhe hast, ne? Dann sieht das halt auch schnell mal so aus. Nimmst hier noch einen runter auf den Boden. Und machst hier einfach so ein Ding. Schon hast du hier so ein bisschen Statik drin. Ja. Da braucht man es wahrscheinlich nicht. So. Guti, das ist jetzt erstmal unsere Eisenproduktion. Und die wird jetzt auch immer laufen. Da wird nichts passieren mit... Das ist alles ganz entspannt. Oh, jetzt kommen auch ein paar versteckte Eisenplatten mal, gehen hier ihren Weg.
Ne? Sehr, sehr schön. Eisenstangen hier. Was waren hier eigentlich? Rotoren. Die müssen irgendwann auch mal herkommen. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Oh, die sind natürlich noch nicht verbunden. So, jetzt haben wir da noch ein paar modulare Rahmen, die hier raus müssen. Und offensichtlich sehr viele Stangen, die sich hier irgendwie angesammelt haben. Aber ist okay, haben wir lange nicht. Okay, dann. Das hier ist genau das. Und dann würde ich jetzt erstmal hier hinten kurz abreißen. Beziehungsweise einfach mal die Eisenproduktion aufhören lassen. Sodass diese ganzen Produkte verbraucht werden. Weil hier haben wir, das geht auch nicht auf eine Kuhhaut, dass hier alles drin ist. So, aber in der Zeit gucken wir mal rein. Wir brauchen Copterium City. Das ist jetzt sozusagen der Standard. Ja? Und später werden wir den upgraden. Auf Copterium City eingeben. Da brauchen wir ganz schön viel Caterium-Erz, Wasser, Kupfererz. Das würde ich tatsächlich upgraden dann. Das ist eigentlich so ein Turbodraht-Ding. Deswegen machen wir erstmal das erste Copterium City und später werden wir das dann ein wenig erweitern. Hier haben wir halt auch ganz wenig, ne? 84 und 120 Kupfererz, das ist ja alles nichts. Wir gucken mal hier, 120 Kupfererz, glaube ich, gab es sogar von da oben. Jetzt können wir überlegen, ob wir uns Caterium hier irgendwo herholen. Hier kommen 80. Oder wir bauen uns einfach da hinten entsprechend das alles mal kurz auf. Da haben wir halt auch noch später ein bisschen mehr Kupfer. Und mit dem dimensionalen Depot ist das ja sowieso alles gar kein Problem. Dann werden nämlich KI-Begrenzer gebaut und so weiter. Dann habe ich das auch endlich. Dann brauche ich hier so eine Konstruktion nicht mehr machen. Dafür brauche ich jedoch auch mal die Nobelisken wieder. Ich frage mich ernsthaft, hatte ich die nicht schon längst gebaut? MAM hatte ich auch lange nicht, ne? Ausrüstungswerkstatt hier hin. Festplatten haben wir noch eine. Ja, oh, die können wir mal scannen, wa? Aber gleich. Erst machen wir hier ein bisschen weiter. Motoren hier, die Amir-Pistole. Hier auch nochmal ein Handausrüstungsplatz. Auch sehr gut. So, Caterium. Haben wir auch schon eine Menge. Wir können auf jeden Fall schon eine Menge dann hier erforschen. Das ist ganz cool. Schwefel. Ja, wir haben das hier alles. Nobelisken, Nobeliskenzünder. Wir haben auch Nobelisken da. Ach, hier ist es. Ja, perfekt. Dann werde ich da hinten noch Copterium City aufbauen. 39 Minuten. Das sollte eigentlich gar nicht so schnell oder so schwer sein. Ich muss mal ein bisschen was wegnehmen. Stangen, verstärkte Eisenplatten. Rotoren. Ja, die Rahmen. Das wird auch nochmal ätzend. Wir haben sogar noch Gummi und den ganzen Kram. Kalkstein kann eigentlich weg. Die Teile. Okay.
So, dann fliege ich kurz ins Hub und dann werde ich hier einmal entsprechend das alles abreißen. Weg, 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 weg. Oh, hier haben wir nochmal 5 Sommersloops. Komisch. Warte mal, aber das kann ich doch alles hochladen. Kann man das ja hier alles ein bisschen schneller machen. Okay. Man hier nicht alles hat, ey. So. So, dann holen wir uns mal hinten kurz nochmal die modularen Rahmen und dann gehen wir rüber. Ja, das ist schade, dass Katerium hier so weit weg ist, ne? Hier wird ja auch noch krass viel gebaut. Okay. Und dann ab rüber. Da hatten wir ja ganz gut gesehen, ne? Eine reine Katerium-Quelle. Zack. Das ist doch mal was. Okay, das sollte erstmal reichen. Hier Platin, die Dinger, die Dinger. Ah. Holz, Blätter. Gut. Dann Abfahrt. Vielleicht schaffe ich das sogar noch alles fertig zu machen, bevor diese Episode endet. Weil Copterium City ist gar nicht so wild aufzubauen. Mal gucken. Kupfer, und dann ziehe ich da einfach jetzt mal hier so eine kleine über die Schlucht. Genau, hier haben wir Kupfer, dann haben wir Katerium. Und dann würde ich hier einfach nochmal Fundament, ne, Betonfundamente. Sehr schön. Jetzt wird ein H gedrückt, ne? Und jetzt kann ich es jetzt noch mal ein bisschen bewegen. Bauplan, ne? Das ist dann alles immer gar kein Problem. Zack. Zack. Oh, da hinten ist noch mal eine Mercer-Sphäre. Die können wir uns ja auch noch mal holen. I'm sorry. Ah, man geht verbrauchen. Are you a temple? If I had a body, it would be a temple. You have no body? I don't think we're on the same line here. You see lines where there are curves, shallows where there are depths, consume our blood. I will continue gathering data, I suppose. So, dann fahren wir hier mal runter. Ich weiß aber nicht, wie ich wieder hochkomme.
Dann nehmen wir jetzt hier die Vertikale. So. Jetzt haben wir hier nochmal die Kollegen. Jetzt mal den Meinungsverstärker. Und jetzt nehmen wir hier natürlich unseren Nobelisken. So, jetzt haben wir hier entsprechend das alles. Jetzt nehmen wir nochmal das. Okay. Nehmen wir hier mal den Sub von einem Meter. So, 3 könnt ihr ungefähr rechnen. Und jetzt Produktion meiner MK2. Zack. Schön gerade. 240 schon überhaupt. Wie viel brauchen wir für die erste Coptium City Starter? Sind 84. Und sparen halt auch nochmal ein bisschen. Jetzt können wir das hier mit einem Förderlift einfach, ne? Ist sogar fast mittig. Geil. Und wir packen mal wieder eine Leiter hier hin. So, haben wir hier eine kleine Fläche. Dann werden wir das hier nochmal im Bauplan so machen. Sehr schön. So, jetzt haben wir das hier unten. Wir gehen wieder auf vertikal, 4 Meter mit dem E, ne? Und dann, oh, das ist aber... Lass mal hier. Oh, dann suchen wir hier einfach mal so rüber, mal sehen. Produktion meiner MK2 einfach hier raufsetzen. setzen. 60 pro Minute. Wir brauchen 120 Kupfererz. Wir checken mal kurz, was der hier kann. Ne, wenn er auch 60 hat, ich glaube, müssen wir gucken, ist der unrein. Ja, dann wird er auch 60 haben. Wenigstens sind die Quellen so fast auf einer Höhe. Ist auch sehr schön. Jo, sieht auch gut aus. Fusionator. Ist das ein bisschen schräg? Nee. Ach. Ich hatte falsch den falschen Input gewählt. So. Machen wir hier eine kleine Fundamentdurchführung und packen das hier einfach nach unten. Eingang. Sehr schön. So ein wenig Strom.
Sehr schön. Architekturleiter. Und los. Was sagt die Uhrzeit? Ah, 10 Minuten. Ob wir das schaffen? Ich nehme das jetzt hier, ne, und leg das mal hier so ein bisschen hin. Okay, hier sind die Fundamente. Okay. So, was brauchen wir? 2 Schmelzer für Katerium, 4 für Kupferbarren. Shit. Ja, runterfallen ist nie gut. 2 Katerium, 4 für Kupferbarren. Dann gibt's halt, ne, dann brauche ich auch nicht mehr handcraften. Da haben wir hier die Katerium-Schmelzer. Los geht's. Schmelzofen. 1. 2 und 4 für Kupfer. 1 und 4. So, Splitter ab hier, ne? So, was ist es? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es ist nicht zu schnell, aber ich glaube, das kennt ihr jetzt schon so ein bisschen den Aufbau, wie das funktioniert, ne? Der ist wieder mal falsch gesetzt. So. Bitte einmal Kupferbarren. So, dann gucken wir hier. 84 Katerium Erz, ne? 84 durch 2 sind 42. Ne, 28 brauchen wir. Sind also 14. Katerium Barren 14. Steuerung C und Steuerung V. Dann brauchen wir hier einen Splitter. Der kommt hier hin. Eingang ist diesmal von der anderen Seite, ne? Kurz mal mit dem Mausrad gedreht. Und hier genau das gleiche. Zack, zack. So. Hier werden wir auch nochmal kurz alles einfügen. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt erstmal 3 Konstruktoren für Turbodraht oder 2,33. Also was wir als erstes machen, wir fusionieren hier schön drauf. In die Richtung. Zack, und zack. Und dann machen wir 3 Konstruktoren für Turbodraht. Der erste. Haben wir hier Platz. 1, 2 und 3. Dann ein Splitter. Wie viel Turbodraht brauchen wir? Wir sagen 40 die Minute. Warum eigentlich 40? Das könnte man auch jetzt schon noch ein bisschen weniger machen. Dann brauchen wir nämlich nicht so viel. Ach. Weil wir 100 brauchen und ich glaube, hier kommen 60. Da hätten wir 20 die Minute. Warte mal kurz. Joa, das ist doch besser. Machen wir nur 2 Konstruktoren. Machen wir nur 20. Da brauche ich mir, muss ich mir nochmal eine kleine Notiz machen. So, Turbodraht 60, Turbodraht und 60. Okay. Und wir brauchen 1,6, also auch nicht 15, sondern nur noch 24. Auf 80%. Das spart auch nochmal Strom. Gut, dann haben wir jetzt hier diese 4 Dinger. 4 Konstruktoren Kupferblech und 3 Konstruktoren Draht. Das ist dann okay. So, machen wir das hier. 1, 2, 3, 4 Kupferblech. Dann geht das hier mal.
Ja, hier haben wir das Kupferblech und dann machen wir hier gleich schon mal einen Assembler für KI-Begrenzer. Nehmen wir hier schon wieder die Produktion. Ach, das sind zwei. Dann bauen wir den schnell so. Erstmal hier zusammenführen. Und hier haben wir dann das Blech. Weil Kabel und Draht sind halt auch mal ganz andere, ne? Aber hier brauchen wir quasi das Blech zusammen mit den, mit dem Turbodraht für die KI. Ja, und dann nehmen wir hier einen Fabrikator. Irgendwie so mittig. Mit intelligenten Splittern. Wahrscheinlich wird auch ein normaler Splitter reichen, ne? Wir gehen hier rein, 25. Ja, und... Ja, normal nicht. Würde ich jetzt hier 120 rein, dann würden nur 60 reingehen, ne? Deswegen ist das hier schon mal wichtig, dass wir hier einen Dings haben, hier einen intelligenten Splitter. So. Nach Linksüberschuss und Mitte beliebig. Nach Rechtsüberschuss und Mitte beliebig. Und hier KI-Begrenzer. So, wo hängen wir uns hin? Sehr, sehr gut. Und... Genau, dann kommt hier ein Fusionator. Und dann kann ich das hier nämlich hier mit rumbringen. Dann kommt hier nämlich Turbodraht, KI-Begrenzer und Kupferbleche schon auf einem Band. Jetzt brauchen wir nur noch das normale Draht, ne? Nochmal nochmal vier Konstruktoren. Überlege gerade. Hier können wir nochmal hin. Müssen wir nochmal fusionieren. Ganz wichtig. Die Richtung. So, wie machen wir das? Okay, und das sind die drei für Draht. Dann wird hier nochmal gesplittet. Eingang ist hier. Eins, zwei, drei. Und hier fehlen auch noch die Splitter. Für die vier Blechkonstruktoren. 80 und 40, das passt. Das passt auch. Draht, wie viel brauchen wir insgesamt? 80 durch 3. Die Uhr. Oh, jetzt ist die Stunde fertig. Müssen wir hier leider noch mal zusammen fusionieren. Da bleiben aber noch mal ein paar übrig.
Okay, wir müssen mal so machen. Aber wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Wollen wir nochmal hier nochmal den Fusionator. So, und dann hier nochmal den Splitter. Genau. So, und dann kommt hier der Fusionator hin. Einmal hier. Einmal hier. Und hier ist das Kabel. Genau, ne? Jetzt kommt der überschüssige Draht, geht jetzt hier raus, da rein. Kabel geht hier rein. Und von hier kommen die Produkte von der Kriteriumschiene. Dann haben wir hier quasi den Ausgang. Wir suchen hier, wie viele Produkte haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, ganz schön viele. Bauen dann hier die 5 Lagercontainer auf. Ne? 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann kommen hier die Intelligenzblätter, da fehlt jetzt der KI-Begrenzer. Ich mache jetzt hier aber trotzdem erstmal schon mal Strom an. Dubi-dubi. Und dann haben wir ganz schön was aufgebaut. Nicht gut. Ne, wenn man einen Plan hat, dann geht das auch alles viel schneller. Ja, ihr ahnt. So. Seems good. Müssen wir hier nur einmal den Kollegen hier und dann brauchen wir natürlich noch unsere Kupfer Leute. Was habe ich hier hin? Hier, ne? Ja. So. Dann mache ich das hier. So, na, jetzt aktiviert sich hier alles. Ah, oder noch nicht ganz. Kein Strom, da sieht man das dann auch gleich schon wieder. Ach, ist hier kein... Ja. Draht waren ja dann... Oh, der hier. Ist alles nicht eingegeben hier mit dem Draht. Ach nee, das waren ja hier Kupferbleche. Ich bin so dumm. Das war falsch. Kupferblech. Und dann aber auch alle, ne? Ja. Ein, zwei, drei. Hier. Wir haben keinen Strom. Turbodraht, Turbodraht. Ach, guck an, jetzt wird hier schon ordentlich geschmolzen. Kupferbleche werden getan. Wie sieht's hier aus?
Ja, sehr schön. Und jetzt geht das auch seinen Gang. Jetzt brauchen wir hier noch 5 KI-Begrenzer. Aber das ist okay. Das, so soll es sein. So läuft es jetzt erstmal gut. Ne, Kabel, Draht, tipptopp. Und er baut jetzt hier seine 5. Minute, ne? Ja. Das ist okay. Am Anfang braucht man halt auch ein paar, ne? So ist er nicht. So, dann geht's hier erstmal rein mit dem ersten Splitter. Und zwar... Und zwar Draht. Und Mitte Überschuss. Dann, ich glaube, das mache ich nochmal zu Ende. Dann haben wir hier Kabel. Und Mitte Überschuss. So, dann haben wir hier Kupferblech. Und Mitte Überschuss. Und dann haben wir Turbodraht und Mitte Überschuss. Und KI-Begrenzer und Mitte Überschuss. Dann werden wir das hier nochmal so bauen. Ihr kennt es schon, hier mal den Schredder hin. Noch mal ein Stück nach hinten. So, und jetzt können wir das hier einfach nach da ziehen. So, und da hinten macht jetzt gleich so ein KI-Begrenzer seinen Weg. Was ist denn hier eigentlich? Draht. Dann müssen wir noch mal ein bisschen fusionieren. Dann klappt es auch. Noch irgendwer? Okay, hier Kupfer dauert noch ein bisschen, bis hier alles voll ist. Kupferbleche. Aber wenn die voll sind, 10 von 5, 81, das wird hier auch schon mehr. Ne? Das muss erstmal hoch auf 500 und dann haben wir es. So, liebe Leute, Copterium City 1 steht auch. Das heißt, wir haben da jetzt erstmal keine Probleme mehr. Hier oben kommen dann entsprechend... Ach, guck mal, was das wäre. Kann ich schon nochmal machen, diese Depots, ne? 1. Jetzt fehlen Zampfluktuatoren, die habe ich natürlich nicht hier. Also glaube ich 10 oder so brauchen wir immer, ne? Dann machen wir noch mal ein paar mehr und dann haben wir auch Draht, KI-Begrenzer, der ganze Kram auch entsprechend alles im Depot. So soll es sein. Mal mit hier mal gucken. Wo haben wir es denn? Draht geht rein, Kabel ist schon voll. Turbodraht ist auch voll. Ach, wieso ist das? Okay. KI-Begrenzer kommen dann später. Aber das scheint jetzt erstmal alles gut zu laufen. Gut, Leute, das soll es heute gewesen sein. 2 Sachen geschafft, Eisen fertig, Copterium City auch. Als nächstes geht es nochmal mit einem etwas, ja, mit Starter-Star, das haben wir auch. Und wir gucken mal, wo es weitergeht. Ich freue mich. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat und vielleicht auch was nicht.
dahin, meine Lieben. Macht's gut. Euer Jockey.